Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part vom Pangobas Projekt in Minecraft, Mine Colonies Dimensional Adventure. Ich habe hier jetzt so eine schlichte Brücke gebaut, wie ich ja gesagt habe im letzten Part. Wir sind hier im Nether, sieht richtig cool hier aus. Jo, und im Nether natürlich auch, da waren wir auch im letzten Part. Und da möchten wir ja diesen zwei Himmels, also ja, Hölle und Himmelsdimension natürlich gerne ein bisschen länger da bleiben, aber wir müssen noch ein paar Vorbereitungen machen. Ich brauche, weil wir hier überall neuen Loot haben, natürlich ein Backpack und so weiter. Das machen wir im heutigen Part. Oh, Geschenke. Yay, es gibt Geschenktruhe wieder. Wie jedes Jahr. Jedes Jahr die gleiche Leier. Drago kann nicht schlafen an Weihnachten. Die anderen feiern zu viel, trinken zu viel Glühwein oder anderen Alkohol und der Drago muss leer bleiben. Er kann keinen Alkohol trinken. Ja gut. Ja, aber dafür livestreame ich und let's play ich natürlich an Weihnachten. Ich war jetzt gestern an Heiligabend doch ein bisschen zu angestrengt. Ich war ja zu Hause, musste noch weit reisen in der Dunkelheit. Habe ich einfach keinen Livestream gemacht, aber dafür zwei Folgen gebracht von diesem Projekt. War anstrengend genug. Ich habe ja noch mehrere Gegenstände. Was wollte ich machen? Zuerst ruhen und alles mal da rein tun. Nehmen wir doch mal das Schwarzeichenholz für das. Auch wenn wir eben die Setzlinge nicht gut bekommen. Wir haben genügend. Das sind rote Truhen, wenn sie alleine sind. Okay. Ich muss hier noch mehr Truhen setzen, die einfach so für ein Lager sind. Also das ist jetzt Sachen, die wir schon im Part gesehen haben. Deshalb mache ich die hier rein. So, ich brauche die... Ja, die Fackeln brauche ich ja im Tor. Skyroot Planks. Die muss ich ja alle mitnehmen. Ist ein bisschen kompliziert. Gerade. Parachute nehme ich auch noch mit. Die Schatzkarte muss nicht mitkommen. So, jetzt machen wir noch Backpack. Ich denke schon, dass wir im F noch ein bisschen vorwärts machen können. Also, wir haben die Werkzeuge, die R zu finden und so. Es sind einfach nochmal Rucksack, wäre eigentlich gut. Ich weiß jetzt nicht, wie groß die sind. Ja, es gibt größere Rucksäcke. Eisener, goldener. Ich würde den nehmen, weil der Adventurer Backpack einfach ziemlich klein bleibt. Oder ziemlich groß bleibt. Ja, aber nicht ganz Maximum groß wird. Aber der ist gar nicht drin. Ich habe Rück geschrieben. Ruck. Ich brauche einen Ruck. Ist der gar nicht hier drin? Ich dachte, der wäre drin. Okay, er ist gar nicht drin. Ja gut, dann habe ich einfach Rucksack gesucht das letzte Mal. Also wir brauchen Pferden, wir brauchen Leder, wir brauchen eine Truhe. Easy. Machen wir also nochmals eine Truhe. Ich könnte auch zwei nehmen. Ich habe genug Eisen, ich mache einfach einen großen. Doch, ich mache zwei. Wir werden schon noch Eisen finden. Also ich gehe noch Eisen fahren. Da ist noch ein Buch. Book of Lore, also die Hintergründe. Okay, wir haben das bekommen. Also das brauche ich eventuell einfach dabei, deshalb mache ich es in die Truhe. So. Ja, ihr merkt es, ich bin sehr rau, also es bringt alles ein bisschen. Tut mir leid, wenn jetzt die Stimme oder so gerade nicht gerade so toll Let's Playen kann. Aber ich brauche es einfach, also ich muss einfach jetzt Let's Playen. Sonst habe ich kaum Zeit an den Feiertagen. Ich bin ja den ganzen Tag irgendwo auswärts, weil wir in der Regel fast nichts machen können. Ich brauche eben Leder, also einfach mal ein paar Kühe kloppen. Ich habe einfach Leder dort. Hier den auch nicht. Weil eben ich möchte natürlich die Kühe immer ein bisschen groß halten. Natürlich auch das Gehege. Hey, wo haben wir Leder? Haben wir gar kein Leder mehr?
Alles gebraucht. Ein Leder. Okay, ist gerade sehr viel. Einfach nicht gerade so gut zum Vorwärtskommen. Ja, also hier ist Rye, das könnte ich anpflanzen. Ich nehme jetzt mal wirklich aus dem Lager noch das letzte Weizen. Und dann zuerst natürlich die... Ja. Jetzt machen wir das Rye zuerst, wenn wir das können. Oh ja, okay, sehr gut. Gut. Also, dann könnten wir hier noch mehr Weizen. Ich brauche so viel Weizen, deshalb alles anpflanzen. Gut. Die Moors möchte ich eigentlich so früh wie möglich holen, wenn das geht. Aber ich weiß nicht, wie man die zähmt, also was man braucht. Und den Sattel, also es ist ein spezieller Sattel wahrscheinlich. Jo, auch Kiwi, Kiwisaft machen. Genau. So, da haben wir noch die Pferde, genau, die habe ich im letzten Paar, vorletzten Paar gar nicht gezeigt, sozusagen. Eines nämlich, das braune Pferd, das ist sehr schnell, hüpft sehr hoch und ist hat viel Leben, also 4 Herzen. Und deshalb ja, müssen wir einfach noch ein anderes Pferd haben und dann kann ich züchten. Natürlich mit goldenen Karotten, wie immer bei mir. Weil ich einfach goldene Äpfel nicht so herstellen möchte, irgendwie, also selber nutzen möchte. Notch-Äpfel können wir auch nicht holen. Ich habe so viele Sachen im Inventar. Hi, du! Was man einfach in diesem Modpack bekommt, das ist extremst. Zu viele Items ist dann nicht gut. Ein bisschen zu anstrengend. Ja, jetzt haben wir leider auch so langsam mal die Truhen voll. Ja, die tue ich jetzt. Schafe brauche ich jetzt momentan nicht so. Eine Sehne bekommen wir auch. Also die Truhe kommt Rest vom Nether-Item-Zeugs. Und auch die Erde. Jetzt haben wir einfach 2 Leder. Jetzt müssen wir noch ein paar mehr Leder finden. Ja, wir haben noch ein paar Leder. Wir können nicht auf die Jagd gehen auf Kühe. Es sind auch zu wenig sonst. Wir haben 3 Leder, also ein Backpack wird es immer noch nicht. Außer wir finden irgendwo... Wir könnten vielleicht mal probieren, da diese anderen... ja, was sind das? Antilopen oder so zu fangen, ob die Leder geben. Also, oder mal ins Dorf gehen, aber dafür hole ich noch die Smaragde, genau. Okay, dann müssen wir einfach uns noch ein bisschen besser vorbereiten. Ja, sie sind hier. Gut. Oh. Jetzt die Smaragde wieder zu suchen und so, es ist einfach ein bisschen anstrengend. Also gehen wir mal ins Dorf und schauen mal, ob wir gut handeln können. Haben wir jetzt irgendwo hier so eine Antilope? Ich weiß gar nicht, was das für Leute, für Tiere sind. Kann ich dich töten? Ich brauche Leute, ich töte dich. Sorry. Ist natürlich nicht so gewollt. Bitte, ja. Okay. Ja, du gibst reguläres Rindfleisch, aber gib mal Leder. Gib mal Leder. So asozial sein. Ich bin auch in einem Rollenspielprojekt. Das ist jetzt nicht ganz natürlich Rollenspiel, aber das ist, das würde ich jetzt hier leben, oder? Doch schon auch sehr, wie ich im Real Life bin oder sehr fürsorglich. Aber wenn ich jetzt mal Leder brauche und so, dann kann ich gar nicht fürsorglich sein. Ich muss ja irgendwie überleben können. Was ist das? Wildtraum? Savanne-Wildtraum, ja. Kann ich die irgendwie mitnehmen? Steht nämlich nichts. Sind rote? Ja, rote. Sind ja immer rot, obwohl es lila sind. Ich kann sie wirklich nicht mehr nehmen, die Büsche. Aber ich kann die wieder hinpflanzen, oder? Ja, ich tue sie einfach jetzt nicht hier gerade hinpflanzen. Also wir brauchen Leder, wir brauchen Leder. Wir haben aber noch mal Kühe. Hätte ich auch von hier die Kühe holen können, aber ich wusste gar nicht mehr, dass hier noch Kühe waren. Oder habe sie nicht gesehen. Also hier haben wir überall die Handelsstände noch.
Rare Bounty-Zucker. Bountiful. Ah, die sind jetzt hier drinnen und man kann sie rausnehmen. Kill Spinne. Ah, wir müssen Spinnen töten. Und die werden... Ah, wenn man das rausnimmt, dann werden sie wahrscheinlich gezählt. Okay. Verstanden. Bücher, ja. Bern Ronald. Getöntes Glas, das könnte ich dann mal nehmen. Nein, es ist Invasion jetzt. Ich hab's gar nicht gesehen. Vergessen. Es ist Invasion, aber wir haben sowieso gut Glück, dass wir so viel Leben haben danach. Es ist Invasion. Aber gut, kann ich auch meine Invasion machen. Das ist schön. Habe ich ja schon lange nicht mehr so machen können. Weil ich einfach nie dazu kam, die so schnell, so lange brauchen zum Procken. Ja, geht mal rein, genau. Schützt euch mal. Ich muss einfach mal schauen, wer sie kommen, die Rechte. Das habe ich voll verdudelt. Und hier hinten. Bitte einfach nicht sterben, gell? Und dieses große Vieh muss ich irgendwie auch noch töten können, natürlich. Sie hat mich sonst ja. Also bitte eine Armbrust. Vielleicht noch droppen. Und sonst mache ich das einfach nicht. Ich, ja, okay, das Dorf ist sonst kaputt. Wenn es noch gerendet bleibt. Habe ich hier irgendwo... Ich habe Eisenbahn hier. 46. Solange die geschützt bleiben, kann ich mal kurz hier craften. So. Easy. Also man sieht auf der Minimap auch nichts. Ich... Ja, in der Dunkelheit ist schon okay. Ich dachte schon, hier ist ein Wachturm. Da drüben ist irgendwo einer. Da kommen sie. Komm. Da ist jetzt so ein großes Vieh. Komm, drop doch mal eine Armbrust oder so. Okay, sie machen auch nicht so viel Schaden. Und sie erreichen mich auch nicht so gut. Na doch, schon, sie erreichen mich schon gut. Aber sie sind gar nicht so schwer. Ich habe einfach zu viel Leben. Halte zu viel aus. Level up. Aber irgendwo ist noch einer. Ja. Chaotischer Part. Das passiert so wie... Dorfheld. Und dafür haben wir jetzt ein bisschen... Bessere Preise scheinbar. Auswendig weiß ich das natürlich nicht mehr. Genau. Für 40 Minuten. So. Jo, da können wir die anderen Sachen noch machen. New Alloys. Und was denn Alloys? Wahrscheinlich irgendwas mit Magie. Ich tue jetzt einfach mal die Sachen. Rein, die ich jetzt nicht unbedingt zu Hause brauche. So, das ist noch das andere, also das Eisenbahn. Eine Schaufel brauche ich auch wieder. Eine Spitzhacke könnte ich auch noch mitnehmen. Ja. Kupferlegierungsbahn. Sehr schön und... Dieses Buch, bitte. Oh nein, nicht schon wieder diese... Oh, ich glaube, ich habe den Dorfbewohner nicht so gut getan jetzt. Ich habe vergessen noch zu schlafen. Okay. Es muss ja auch nicht hier ein Dorf sein, es muss irgendwo weiter weg sein. Ich habe das Gefühl, ich nehme das Dorf, das im Norden an einem Strand liegt, weil es einfach cooler aussieht dann. Ja, so ein bisschen... Dorfbewohner dort haben oder wir machen es einfach ja, dort wo wir die Brücke bauen, also nach oben das Dorf machen, also das Dorf,
das Haus bauen. Dorthin, irgendwo so ein Dorf. Also ich wollte ja dort hinten bei den Vulkanen leben, ja in die Richtung. Hinter diesem Berg sind Vulkane. Und bis dorthin wollte ich nach oben kommen, oder? Nicht so steil, aber schön und realistisch. Mit Türmen als Stützen. Und sonst Plattformen oder dünne Plattformen. Und genau das wäre gut, wenn an den Türmen und anderen Gebäuden dann die NPCs wohnen würden, oder? Dann könnte man, wenn man hochgeht, immer ein paar Dorfbewohner anklicken und schauen, was sie geben. So. Behobener Tisch, zwei für Pfeile, Schwäche. Okay. Ich brauche einfach mal ein bisschen Leder, geht das nicht? Kann ich das nicht haben? Geht das nicht? Das ist ein Decree. Das ist eine Belohnung, die man. Oder so ein. Aha, das ist wahrscheinlich so ein Brief. Was halt das, was man dann dort reintun kann. Ah, hier. Ja, damit wir bestimmte Angebote bekommen. Hier Cleric-Sachen. Ja. Goldsachen auch. Okay, das ist nützlich. Das wäre cool, wenn wir das irgendwie machen könnten. So, das sind wahrscheinlich Kürbiskerne, ja, Melonenkerne. Rote Beete sammeln, bitte. Kannst du mir das geben? Habe ich natürlich noch nicht. Diese seltenen Samen, die man immer zu viel hat im normalen Spiel. Gib mir das. Ich will das haben. Und ganz süchtig nur noch. Was ist das? Hülsensack. Ich möchte nur bitte. Ah. Dieses Item-Chaos. Die braune Wolle. Also, die Poison-Zeck ist von dieser Libelle gewesen. Also von den zwei. Hier. Nein, ich will dir das nicht andrehen. Du willst gar nicht an. Du hast keinen Ständer. Ständer. Mit diesen perversen Anspielungen von diesen Wörtern. Du hast keinen Tisch. Ja, ich will einen Webstuhl. Ich will das eine einen Weberwert. Ah, hier ist noch eine Tür. Ja, Weizen. Weizen und schwarze Wolle. Das ist ja wirklich ein Part, der ein bisschen Herausforderung bringt. Da irgendwas zu finden. Was wirklich nützlich ist, ja, ist in einem Dorf sehr anstrengend. Mit noch einer Invasion von diesen blöden Illichus. Ja, ich weiß ja nicht mehr so genau, was wo war. Aber einfach mal die Truhe nochmals. Also ich finde den Zombie sehr cool hier. Da hat einfach ein Zombie auf dem Boden gemalt. Mit einem Kopf gewesen ist er dort. Zombie-Kopf. Noch. Richtig genial. Eine gute Idee. Zum auch die Köpfe ein bisschen zu verteilen, oder? So, in diesen Turm gehen wir sicher auch mal bald noch. So, dann haben wir hier Azurarkis. Ist ein toller Name. Aber ich weiß nicht, ob ich so ein Dorf wirklich noch ausbauen könnte und halten könnte. Ich weiß gar nicht mal, wie viele Dorfbewohner irgendwie kaputt gingen. Sie wären jetzt Zombies, oder? Also dort Zombie-Dorfbewohner, aber ich habe jetzt keinen gesehen. Ist überall Salz, ja. Das ist ein bisschen komisch, dass immer Wasser zu sehen ist. Der andere Mod war besser. Weiler hieß er. Und Hyla und andere Sachen. Nachfolgemods, die waren so ziemlich viel besser als der. Der hier drin ist. Ich könnte ihn eigentlich auswechseln, aber es gibt fast keinen Mod mehr, der für die neueste Version ist, oder? Ist ja nur die 1 hinten dran sonst. Ein bisschen veraltet schon, aber wird vielleicht schon bald wieder abgedatet auf die 1.20.2. So,
Ja, also das größte Problem, dass ich nicht schlafen kann, ist diese Trockenheit von diesen Heizungen. Das ist unglaublich, wie können Menschen so leben? Also im ganzen Haus sagen die Leute, ja, es wäre viel zu trocken. Weil Bodenheizungen plötzlich nicht mehr steuerbar sind, also man kann sie nicht mehr ganz ausstellen. Sie sind immer an und das immer auf irgendwie so 24 Grad an, also nicht mehr kälter. Ohne Ding, Schubkarre. Okay, keine. Ich muss auf die Jagd gehen nach Kühen. Die spawnen ja einig, wenn man halt ein bisschen mehr. Hier ist ein Pferd, okay, das muss ich mir merken. Schilde, über Schilde. Oh, geil. Das ist jetzt doof, ey. Richtig doof. Und diese Alois gibt es hier auch sonst nicht. Wir Creeper für ein Fernrohr. Sprengstoff. Zum Gucken. Ein Huhn. Die geilen Bäume. Ich muss unbedingt irgendwas. Katze im Öl. Sie wurde schwarz durch das Öl. Eine schwarze Katze, vorher war sie weiß. Weiß es nicht, was sie für eine Farbe war vorher. Was ist das wieder schon wieder? Das ist wieder so ein. Das ist ein Axolotl? Nein, das ist ein zweifuchsiger Schwanz. Das ist auch so ein. Ja, das ist auch so einer. In einer anderen Farbe. Und ja. Also man merke einfach. Ja, man braucht ein bisschen Zeit, um vorwärts zu kommen in diesem Moment. Wir müssen ein bisschen direkter denken. Also wenn wir Leder brauchen, einfach Kühe jagen und nicht irgendwie ein Dorf durchsuchen. Da verliert man so viel Zeit. Na, grüezi. Machen wir Leandri. La N Transport. Ich kann leider immer noch nicht die Zahlen auf der Tastatur sehen. Ich muss wahrscheinlich mal die Tastatur wirklich wegnehmen vom Strom, also von der Verbindung zum PC. Vielleicht geht die Beleuchtung dann wieder an. Aber ich kann die Zahlen echt manchmal nicht sehen und verschiebe mich dann immer eins weit zurück. Die Dinge, die Rillen, doch die Rillen sind noch, aber das kann ich halt einfach nicht merken, wo die F-Taste ist und so. Weil ich meistens auch nicht alle Tasten auf der Tastatur lege. Weil es einfach bequemer ist. Aridgarten. Kann ich irgendwo anders farmen? Die breiten sich aus, ja. Wenn sie sich ein bisschen weiter ausgebreitet lassen. Gehen. Oder werden oder was. So, jo, jetzt haben wir ein Problem, dass wir einfach keine Kühe mehr haben. Ich gehe jetzt mal hier rüber und dann hoffentlich sind wir fertig mit dieser Mammutaufgabe. Wie im normalen Minecraft eigentlich, dass nie ein Problem ist, Kühe zu finden. Ist jetzt hier einfach wieder so. Es gibt einfach zu wenig gleiche Sachen. Das ist alles unterschiedlich. So unglaublich komplex unterschiedlich. So viele Biome auch, wo gar keine Kühe vielleicht spawnen können und so. Ist auch ein Dorf, stimmt. Wir könnten noch nach Osten gehen, wirklich. Ich gehe jetzt nach Osten, ja. Und Neues noch entdecken kurz. Aber ich habe jetzt auch wieder zu wenig Nahrung. Müssten dann wieder zurückgehen und einfach wieder teleportieren zum Abkürzen. Du bist so ein Löwe, du machst auch nichts. Also die machen alles irgendwann mal etwas, wenn man bestimmte Sachen hat. Und dieser Mod, dem widmen wir uns genug früh. Ich wollte jetzt eben AS Magica und so machen, eigentlich in diesem Part. Aber der Backpack haltet uns noch ein bisschen auf. Also die zwei vor allem.
verbrauche ich einfach Kühe, mehr Kühe. Und immer wenn ich in einem Dorf bin, ist Nacht oder wird's Nacht. Okay. Zombie-Spawner. Ich möchte eigentlich so ein Ding haben, aber nicht bei einem Dorf. Was ist denn eine Mobfalle? Wir könnten hier aber farmen. Immer verkehrt herumschreiben, damit ihr das auch wieder findet, oder wenn ihr Spawner eingebt oder so. Es ist immer sehr praktisch. Wie viel Ding habe ich? Leuchtfeuer, nicht so viele noch. Okay. Es stört schon mit der Zeit, wenn man zu viele Leuchtfeuer platziert. Also Waypoints. Also es war geil mit dem der Invasion von diesen Illager. Wie heißen sie auf Deutsch? Wie hießen sie? Ich habe es gar nicht gelesen. Also einfach nicht mehr so im Kopf. Ja, einfach diese Sonne. Dieser geile Berg dort. Einfach so geil. Also dann mache ich mal so ein Bild hier. Und hier unten. F2. Ja, rechts oben ist es zu sehen, dass ein Weg gemacht wurde. Bei euch auch, ja, wahrscheinlich schon. Oder wahrscheinlich nicht, oder? Weil es ja nicht das Spiel ist, sondern der Mod. Ja, wahrscheinlich schon. Also 6 Leder haben wir mittlerweile. Ich möchte die Feuerkugel mal dieser. Ich kann nicht essen. Silver Nuggets könnte ich schon gebrauchen. Na komm. Muss die Feuerkugel jetzt hin? Oder? Jo. Ist hochwertige Nahrung, oder? 3? Hä, die sind gleich viel, aber Brot wird vom Hauskraft schlechter gemacht. Also, dann mache ich mal rein. Ah, ich habe ja noch die Säfte. Die Säfte habe ich ja noch. Dann mache ich rein. Ich kann nichts mehr rein tun. Ja, da kommt das Boot. Das Boot brauche ich jetzt echt nicht. Jetzt bin ich noch 5 Meter weit in einem Meer. Und dann brauche ich es doch. Nein, wir gehen einfach nicht ins Meer. Genau hier war ja noch das mein Koloniesdorf. Und hier wird wahrscheinlich die Kiste explodieren. Das ist interessant. Was ist das? Evilcraft. Tönt so böse. Ist hier unten drunter irgendwas? Hefe, was ist diese Plattform? Okay, gehen wir ein anderes Mal. Das durchsuchen. Ah, hier ist wieder Edgard. Niki heißt er, okay. Edgar, ich will durch dich reiten. Player Companions. Ich möchte gerne Players Companion Guide machen. Ein goldener Apfel. Eine Leine. Okay, muss ich mir merken, goldener Apfel zum Craften. Und dann nichts mehr. Und ich muss ein Add vorne dran haben. Oh, geil. Das ist mal geil, ein Geist. Ich möchte fliegen können. Mit einem Pet. Also selber fliegen können auch. Und nicht töten, gell? Also hat Schaden bekommen. Nicht töten lassen. Von sich selber. Zähmungsgegenstand. Ich brauche Karotte. Goldbahn, Leine. Okay, Leinen merken. Bitte nicht töten, sterben. Er hat 10. Ist töten nur so, wenn er runterfällt, wahrscheinlich. Wäre ein Verletzungs. So, da haben wir wieder so einen Creeper.
Immer schön weihnachtlich. Weihnachten. Genau. Da haben wir Smaragde. Ich habe halt keine Glücksspitzhacke dabei. Mist. Also noch nicht abbauen. Werde mich schon wieder finden. Also ich werde schon noch ein bisschen mich herumschauen. Mich langweilen für euch, damit ihr es nicht gelangweilt habt. Und jetzt sind wir so weit im Osten, dass alles neu wird, ja. Und trotzdem sind keine Kühe zu sehen. Ja, tut mir leid, dass es jetzt wieder so ein bisschen gestreckt und doch ein bisschen eintönig sein kann. Aber ich bedanke mich für jeder, der natürlich gut und gerne schaut, sich auch nicht so schnell langweilen lässt. Sehe ich wirklich auch an den Analytics. Die Leute schauen viel länger zu bei mir. Auch wenn es mir manchmal schlecht geht oder ja, nicht gerade so extremst professionell Let's Playen kann, sind die Leute zufrieden mit mir. Und das heißt einfach, dass sie mich auch hoffentlich ein bisschen mögen. Also einfach, dass es nicht so schlimm ist, oder wenn ich mal in trockener Luft oder so nicht gut reden kann oder ich einfach nicht gerade so richtig glücklich wirke. Aber Let's Playen macht mich glücklich. Deshalb ist es immer besser, wenn man natürlich das auch noch ausdenkt. Ah, das ist jetzt so ein Schrein. Den möchte ich gerne machen, aber ich weiß nicht, ob die Monster einfach zu viel sind so. Könnte einfach mal so. Und die können Stacheln schießen. Die machen es auch irgendwann mal. Wenn sie nicht so blöd wären und nichts machen. Ich möchte den Schrein kurz machen. Deshalb suchen wir mal, ihn einfach zu machen. Wenn wir fertig sind mit dem Leder. 12. Ja, die letzte Kuh brauchen wir nicht mehr. Wenn da eine da war. Ich könnte ja mal versuchen, indem ich einfach einen mal jage. Ja, sieht nicht so gut aus. Einfach mal ausleuchten, ne? Die sind im Wasser, einfach ein bisschen überlegen. Ich könnte auch nur die Truhe holen, weil die geben einfach diesen Loot natürlich. Irgendwo ist eine Truhe gewesen beim anderen. Und zum anderen können wir auch gehen, der ist einfach im Norden, wo ich gesagt habe, dieses Dorf am Strand. Da kann ich eigentlich auch zeigen. Jetzt bin ich oben angeschlagen. Ja, das ist so wahnsinnig nervig, im Wasser zu kämpfen. Das ist so unfair. Ah, hier haben wir sowieso diese Höhlenranken. Die könnte ich eigentlich auch noch mitnehmen, wenn ich Platz hätte. Dieses Holz. Was ist das für ein Holz? Bogenholzstamm. Ist gerade ein bisschen nervig hier. Minigun-Arm. Oh, einen Rosshahn. Okay, dieses Gift brauche ich nicht. Noch nicht. Fleisch brauche ich. Also Namensschild würde ich gerne noch mitnehmen. Ich kann ja mal ein neues Feuerzeug. Ah, hier ist nur Flamme drauf. Ich werde mir das hier merken. Quellbeeren habe ich daheim angepflanzt. Musikdisk. Disk. Weißt du was? Ich mache hier einfach einen Waypoint. So. Loot. Ungern. Und hole mir auch da diese Sachen hier, also die Ranken. Und diese Blumen hier. Hole ich mir also einfach aus diesen Höhlen manchmal, wenn ich sie brauche. Weil die werde ich ein bisschen verwenden für mindestens einen Turm. Und ja, das andere Projekt geht ja auch noch ein bisschen weiter mit dem Schönbau. Mit dem Kreativmod. Und dort habe ich auch noch ein bisschen Gedanken gemacht, weil es so asiatisch wirklich aussieht. Da diese erste Zivilisation wirklich auch mit
diesen Blüten und so zu machen. Als Kontrast zu den Necromancern, die haben ja auch ein paar nette Sachen. Diese Wirrwurzelsachen. Jo, hier eine Sonnenblume. Okay, also ich denke, wir sind fertig. Auch mit dem Part, mit der Länge. Ich brauche nochmals einen Baum mit diesen Papierstämmen. Pine Nut. Pinienkerne, glaube ich. Okay. Jo. Nochmals ein Waypoint machen. Pinienkerne. So. Haus. Oh, Cheetah. Also. Oh, schon vier Bahnen. Das Gold war oben. Damit wir das nicht vergessen im nächsten Part, möchte ich gerne noch kurz ein Backpack machen. Hä? Die Touren haben wir. Wir haben Fäden nicht. Haben wir noch mehr Fäden? Das Backpack wieder. Vier Fäden. Bitte Bier, vier Fäden. Flachsfaser. Ich würde gerne ein paar Fasern irgendwie verwenden können. Flachsstrang. Hey, nein. Fäden. Eine Angel, ich werde eine Angel verzaubern, gell, damit ich noch ein bisschen besser angeln kann. Genau, dass man sie wieder austauschen, das Flachsstrang mit der Nahrung. Ich werde mal diese, nein, ich werde zuerst, genau, diese Karottenbrühe und aufbrauen. So, also rote Beete haben wir auch. Gut. Und das sind die Quellbeeren, die sind stachelig. Deshalb auch diesen Kompost dort. Genau. Also, ich muss das hier anpflanzen. Können wir nicht. Ich muss hier zuerst. Auf dem Boden natürlich. So, von dem Weg. Und ich muss nochmals Fäden suchen. Kann man hier draus fäden? Natürlich irgendwie auch nicht. Fäden. Ich habe doch irgendwo Fäden gesammelt. Da oben. Richtig viel. Eieiei. Also Backpack. Die kann ich so nicht craften. Ruck. Ich kann die nicht craften, ich muss die anordnen. Noch mehr Fäden, bitte. So war das, glaube ich. Und das Late ist nicht mehr im Inventar. Das ist nervig. Das ist ein bisschen nervig, so ein Druck. Ja, ein längeren Part ist sowieso mal schon ziemlich cool. Weiß ich es nicht mehr genau. Leder hier unten. Genau. So, zwei Backpacks. Und die muss ich noch upgraden. Kann ich irgendwo upgrade? Man kann einen Infinity Backpack machen. Zum Stacken wahrscheinlich. Nein, nicht der. Der da. Weiße Farbe. Ah, man kann ihn färben. Und wo ist denn der goldene Rucksack? Eisener Rucksack? Okay, so viel Eisen. So. Diese gelben Linien nerven ein bisschen. Goldbahn haben wir auch nicht. Fruchtsalat. Silver Nuggets.
Ja, das Fleisch könnte man hier unten rein tun. So. Ja, da ist ja eben der Loot drin, den ich geholt habe. Da mache ich es nicht rein. Sonst stört es ja das. Kupfermünzen kommen hoch. Ja, ich müsste die Kupfermünzen nicht hier unten haben. Sehe auch nicht. Ich werde dann auch alles anordnen natürlich. Und was sollte ich noch machen? Noch eine Kupfermünze finden. Ne, es ist keine mehr. Das Markt. So. Den Baum anpflanzen. Jo. Und doch irgendwo Gold noch. Und noch mehr Münzen. Rohgold. Und noch mehr Rohgold. Ja, jetzt muss ich einfach mal ein bisschen längere Zeit ohne Aufnahme einfach farmen. Goldblock. Also einen machen wir, komm. Ja, können eigentlich. Nein, einen geht. Einen geht, ne? So, dann haben wir einen goldenen und einen silbernen. Sehr schön. Okay, gut. Dann Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Part, euer Drago Basler. Tschüss.